Herzlich willkommen bei Euro Truck Simulator 2. Ja, wie ihr seht, wir haben die letzte Tour zu Ende gefahren. Also deswegen haben wir es ja schon reingefahren und so. Oder was es quasi ist, weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall, nach München war das jetzt erstmal. Und können wir jetzt den Auflieger verspätet abgeben. Ah, ganz knapp Level 12. Aber macht nichts. Wir gucken gleich mal nach einem neuen Auftrag. Frachtmarkt München Innsbruck. Straßburg. Wo ist denn hier Innsbruck? Mal gleich sehen. Ach, da unten. Da waren wir auch noch nicht. Aber ich wollte auch erstmal Deutschland. Oh, geht aber nicht. Aber was ist denn das Beste? Hier, das ist das Beste. Nach Zürich, ja, weiß aber schon. Nach Linz, weiß noch nicht. Innsbruck. Ach, wir fahren nach Innsbruck erstmal. Dann nach, woanders hin, jetzt fahren wir nach Österreich. Und zwar nach Innsbruck. 45 Minuten haben wir Zeit, den Hänger dran zu machen. Dann müsste aber eigentlich kein Problem sein. Und ja, ich habe jetzt eine neue Arbeitsspeiser. Das heißt, ich habe nicht mehr 4 GB Arbeitsspeiser, sondern... Oh, verkehrt geschaltet. Oh, was mache ich denn hier? Statt 4 GB habe ich jetzt 16 GB mir geholt. Da geht doch die Spiele dann doch flüssiger. Ich komme schon wieder an den Popschutz. Ich hoffe, dass ihr das nicht mitgekriegt habt jetzt. So, nach Ingolstadt. Ingolstadt? Innsbruck meine ich. Entschuldigung für den Versprecher. Ja. So, jetzt habe ich eine neue Arbeitsspeicher. Ja. Gerade so noch kann ich bessere Spiele, also wie gesagt, ein paar Spiele spielen, wo jetzt besser laufen. Euro Truck müsste jetzt auch besser gehen. Normalerweise stehe, boah, nicht gut geschaltet. Was ist mit dem Radio los? Wieso gehst du nicht weiter? Zauber. So. Los geht's. Nach Innsbruck. In Österreich. So. Jetzt haben wir gut geschaltet. Wir sind auf dem Spielchen drin ein Unfall passiert. Ich hoffe es mal nicht. Ja. Haben wir jetzt 2016. Und eins kann ich sagen, im 3. Februar kommt der Amerika, also Simulator raus. Muss ich überlegen, nicht Euro Truck zu sagen, sondern America Truck heißt es. Ja, kommt da, müsste eigentlich am 3. Februar kommen.
muss erstmal schauen, wie teuer der ist, bevor ich den hole. Kann ich ja euch dann zeigen. Nach einem Euro-Truck kann ich dann hier wahrscheinlich Amerika-Truck euch zeigen oder sowas. Wäre eine Option. Muss hier runterwärts düsen. Innsbruck. Ja, jetzt nur noch, müssten noch 7 Monate sein. Alle, wo LS mögen, kommt LS 17 raus. Und da noch in 7 Monaten kommt auch FIFA 17 raus. Angeblich sollte das ja mit dritte Liga dabei sein und statt Champions Cup soll der Champions League dort stehen. Wollen jetzt eine Lizenz versuchen zu kriegen. Ja, das ist jedenfalls so mein Stand und ich spiele und bei LS 17 halt Fendt und Mrs. Ferguson soll dabei sein und noch irgendwelche. Ja. Hol er mich hier. Naja. Ich hetze mich nicht. In 2 Stunden sind wir ja da. Für euch ist es schöner, wenn ich kürzere Strecken fahre. Da fahre ich in jede Folge woanders hin. Können die es vielleicht versuchen? Versuche halt die Städte zu machen, wo wir noch nicht gefahren sind. Also einmal oder zweimal habe ich es. Habe ich halt zweimal dort gewesen. Das war in Frankreich, war das. Was war das? In Metz war ich zweimal und irgendwas mit De Jong oder irgendwie sowas. Aber ich versuche immer in eine andere Stadt zu gehen. In ein Spiel auf jeden Fall. Ja. Hier ist nur 16 erlaubt. Schalte mal lieber ohne mehr als. Bleib ich unter die 16. Hey, 116? Oh mein Güte. Das wäre ja noch langsamer hier. Wir haben mich versprochen. Ach, was ist denn heute los? Wenn man zu verspricht, mich heute. Oh, schöne kurvenreiche Strecke. Deswegen ist ja nur 16 erlaubt hier. Ich gerade hier mit Schnee hier noch. Normalerweise müsste man jetzt blinken. Was habe ich hier? Bestimmt Druckfehler oder irgendwie sowas. Druckfehler oder sowas. Drauf und jetzt durch. Total durchgeschneit die Straße.
Ja. So. Also bis jetzt geht Eurotrucks ziemlich gut, ne? Hat bis jetzt noch nicht gestockt, obwohl ich es aufnehme. Liegt doch an die Arbeitsspeicher gewesen. Finde ich auch gut, dass es jetzt funktioniert. Deswegen habe ich mir das geholt. Müsste bei LS 15 auch so gut gehen. Weiß ich ja noch nicht, ich habe ja noch nicht aufgenommen. Euro Truck habe ich heute irgendwie R aufgenommen als LS. Ja, wegen meinen anderen Kollegen. Da noch keine Zeit gehabt, als besser heute, wo ich das aufnehme. Deswegen habe ich gesagt, oh, nehme ich heute Euro Truck auf und. Ja. Schon die 81. Folge, wollte ich nochmal was zu sagen. Und das nach Innsbruck. Vielleicht schafft man sogar in diese Folge vielleicht sogar hinzukommen. Ich kann es probieren, aber ich fahre lieber mal nicht so schnell wegen dem Schnee. Servus, Arbeitskollege. Also das nächste bei Eurotruck, was wir machen, ist wieder eine neue Lackierung. Und dann versuchen wir den, wenn wir Level 12 sind, ein bisschen mehr aufzurüsten, den LKW. Ich glaube, wie viel Geld wir haben. Stelle. Brauchen wir ja nicht. Sonst, aber naja, solange ich mich auf die Strecke halten kann im Schnee, dann geht's. Wir haben zum Beispiel erklärt, hier sieht man hier sogar ein paar Streifen, dass ich es über hier rausnehmen war. Jetzt geht es ein bisschen so schnell, das Gute ist, das Gute. Ich sehe hier kaum, wo die Straße ist, aber ich könnte höchstens ein bisschen abschätzen, wie die Straße ist. Jetzt sind wir es besser. Ein bisschen glatt war es doch jetzt. Schade, dass nicht in Est Schnee liegt oder in Weihnachten war und Silvester war jedenfalls bei mir kein Schnee gelegen. Naja. Wir sind schon da, aber leider. Ja, ist die Zeit auch gleich rum. Besonders wenn man nur 50 fahren muss oder darf.
dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut noch rein. Ja, und noch ein dickes Ass-Five. Tschüss.